Ja, guten Tag. Ein neues Video zum Thema Grundlagen der Elektrizität. Letztes Mal haben wir über den Strom gesprochen. Jetzt schauen wir uns ein bisschen an, was das bedeutet in realen Gegenständen. Fangen wir mit Festkörpern an. Festkörpern kennen wir alle. Tisch ist ein Festkörper, da bei mir tut ja nichts. Hart, fest. Wie schauen solche Festkörper aus? Solche Festkörper sind aufgebaut aus ortsfesten Atomrümpfen. Ja, so heißen die Atomkerne, ortsfeste Kerne. Nehmen wir es einmal Kerne. Die Kerne sind ortsfest, irgendwo da drinnen, die sind positiv geladen. Manchmal, relativ oft, sind die irgendwie regelmäßig angeordnet, diese Kerne. Das heißt dann ein kristalliner Aufbau. Ja, also wenn diese Kerne hier besonders regelmäßig strukturiert sind, ja, dann ist das ein kristalliner Aufbau. Ja. Viele Festkörper haben so einen kristallinen Aufbau, zumindest im Kleinen. Metalle zum Beispiel, ja, im natürlichen Zustand, haben so kristalline Strukturen. Das sind nur ganz kleine Kristalle und das sind Körner, Kristallkörner und viele Körner nebeneinander gibt das ganze Metall. Es gibt aber auch Materialien, wo diese Atomrümpfe komplett irgendwie durcheinander drin sind, amorphe, ein Glas zum Beispiel ist sowas. Ja. Also das sind die Atomkerne, die sind ja positiv geladen, die stellen wir uns jetzt ortsfest vor. In Wahrheit zieht die ein bisschen, je nachdem, wie viel Wärme wir da drinnen haben. Ja. Und außen rundherum, um die Atomrümpfe, gibt es die Elektronenwolken. Ja. Um jeden Atomrumpf da gibt es eben diese Elektronen, ja, je nachdem, welches Material so und so viel. Und die sind da praktisch in den Zwischenraum zwischen den Atomkernen. Im Endeffekt ist so ein Festkörper eigentlich fast nichts. Ne? Das sind nur Atomrümpfe, Atomkerne und außen rundherum eigentlich fast nichts. Nur hin und wieder ist ja der Elektron und die pfeifen da rundherum. Ja. Nach einem Borschen Atommodell können wir uns das auf so Bahnen vorstellen, wie wir es gesagt haben. Gell? So, und jetzt legen wir da außen eine elektrische Spannung an, ja, in irgendeiner Richtung. Da haben wir so. Ja. Ja. Dadurch entsteht eben ein elektrisches Feld E, was da so überlagert wird. Ja? Und das wirkt jetzt einmal auf alle möglichen Ladungsträger da drinnen. Ja? Das wirkt auf alle möglichen Ladungsträger da drin. Die Atomrümpfe werden in eine Richtung, mit einer Kraft in eine Richtung wirken. Und wird dieser positiv geladen, das heißt in Feldrichtung. Ja? Das ist das E-Feld. Und auf die Elektronen wirkt es gegen die Feldrichtung. Das heißt, was da drin einmal passiert, ist, dass sich auf alle Fälle die Atomwolke da ein bisschen verschiebt rund um die Atomrümpfe. So, aber passiert ist eigentlich noch nichts, weil es sind noch immer zusammen. Und jetzt kommt es nämlich auf die Bindung drauf an. Es gibt jetzt Materialien, wo sich einzelne Atome da dem Mutteratom, also einzelne Elektronen dem Mutteratomkern jetzt nur lose verbunden fühlen. Ja? So, okay. Sind mir wurscht. Ja? Hauptsache, wir bleiben in Summe halbwegs elektrisch neutral und diese Atome können dann relativ leicht vor einem, sage ich schon wieder Atome, diese Elektronen können relativ leicht vor einem Atom aufs andere wechseln. Ja? Und was ist dann? Wenn so ein Elektron von einem Atomrumpf zum anderen wechseln kann, bewegt der Ladungsträger Stromfluss. Ja? Solche Materialien, wo das relativ einfach möglich ist, ja, dass man da die Elektronen weglöst praktisch vom Atom und zum nächsten Atom schicken kann, heißen Leiter. Okay? Das sind die sogenannten Leiter. Also Leiter. Da bewegen sich Ladungsträger
lassen sich leicht bewegen. Okay. Wann jetzt negative Ladungsträger in diese Richtung sich bewegen, rinnt der Strom eigentlich in die Richtung. Ich hoffe, das ist klar. Ja? Das heißt, wenn eine Spannung in diese Richtung, rinnt der Strom in diese Richtung. Auch wenn die Ladungsträger selbst, weil sie ja negativ sind, in die andere Richtung wandern. Ja? Besonders gute Leiter sind zum Beispiel Metalle. Metalle sind sehr gute Leiter. Wie viel Elektronen da drin jetzt wirklich zur Verfügung stehen für die Leitung, wie viele Elektronen pro Kubikzentimeter oder was, ja? Das hängt vom Material ab, ja? Wie viel das entbehren kann. Ja? Dann gibt es wiederum Atome oder Materialien, da lässt sich das nicht auslösen, nicht gescheit. Okay? Das sind sogenannte Isolatoren. Ja? Das ist die andere Ende der Fangstange. Isolatoren. Da lassen sich die Ladungsträger nicht bewegen. Ja? Lassen sich schwer nicht bewegen. Ich sage einmal, warum habe ich das so komisch geschrieben, schwer bzw. nicht? Eigentlich lassen sie sich nicht bewegen, aber irgendwann, weil ich da genügend Spannung anlege, bewegen sie sich doch. Ja? Dann ist die maximale Feldstärke da drin erreicht. Irgendwann reißt es aus. Okay? Irgendwann leitet da alles. Aber im Normalfall, bei üblichen technischen Spannungen, sage ich mal, passiert da gar nichts. Ja? Das ist zum Beispiel, Gummi ist zum Beispiel sowas, Kunststoffe, viele Kunststoffe. Gummi, PVC. Die Kabelummantelung ist nicht umsonst aus solch einem Material, weil da kann ich nämlich draufgreifen, das leitet, da drin kann Spannung sein, ja? Kann der Strom, die Spannung kann da drinnen sein, aber ich spüre es nicht, weil sie eben keine Bewegung einstellt. Ja? Stromfluss ist nicht möglich. Okay? Und dazwischen gäbe es noch oder gibt es noch die sogenannten Halbleiter. Was sind jetzt Halbleiter? Halbleiter sind eigentlich Isolatoren. Ja? Die haben eine sehr regelmäßige Struktur. Ja? Silizium ist sowas, Germanium. Die haben sehr regelmäßige Strukturen, schöne Kristalle bilden die und leiten nicht. Ja? Warum heißen sie ein Halbleiter? Weil ich Halbleiter kann ich gezielt verunreinigen. Das heißt jetzt nicht, dass ich es am Boden haue und ein paar Mal draufsteige und nachher sagt, leitet doch. Nein. Ich tausche einzelne Atome da drinnen mit Fremdatomen aus, die halt in der Außenhülle zu oder zu wenig Elektronen haben. Und auf einmal, aufgrund der Bindungskräfte da drin, entstehen da Lücken und Elektronenüberschuss und auf einmal entstehen freie Ladungsträger. Pro ausgetauschten Atom kann man sich vorstellen, entsteht eine gewisse Menge an Ladungsträgern. An, zwei. Jetzt, je nachdem, wie viel Fremdatome ich da reinbringe, ja, kann ich mir die Anzahl der freien Ladungsträger aussuchen. Das heißt, ein Halbleiter kann ich irgendwas zwischen Leiter und Isolator realisieren. Ursprünglich war es Isolator. Durch Dotierung heißt dieser Vorgang. Durch Dotierung, also gezieltes Verunreinigen, Einbringen von Fremdatomen, kann ich mir die Leitfähigkeit praktisch einstellen. Ja. Durch gezieltes Verunreinigen. Kann die Leitfähigkeit eingestellt werden. Denn. Okay. Das sind so die drei Klassen. Es ist jetzt so, wenn ich einen Leiter habe, ja, nehmen wir einen guten Leiter, nehmen wir da
Kupfer, sagen wir das ein Kupferleiter. Kupfer ist ein sehr guter Leiter übrigens. Der beste Leiter übrigens, beste Metall, um elektrischen Strom zu leiten, ist Silber. Ja. Aber Silber ist halt relativ teuer. Zweitbeste Kupfer. Deswegen sind unsere Leitungen da drin als Kupfer. In Kupfer geht das halt besonders leicht. Ja. Dann habe ich da praktisch eine Position. Da eine Position. Ja. Da lege ich hier jetzt die Spannung U an. Das ist praktisch jetzt ausgezoomt. Ja. Das da oben. Da ist die Spannung U. Ja. Dadurch stellt sich hier der Strom I ein. In einem Leiter. Ja. I. Okay. Es ist jetzt so, dass sich dieser Strom auf den Querschnitt aufteilt. Ja. Also der gesamte Strom I, der ist da praktisch verschmiert über die gesamte Oberfläche. Das ist bei Gleichspannung wirklich richtig. Ja. Und es wird hier die sogenannte Stromdichte erzeugt. Ja. Das ist I dividiert durch den Querschnitt. Ja. Also waren der Strom 10 Ampere auf 1 Quadratmillimeter drinnen, habe ich 10 Ampere pro Quadratmillimeter. Okay? Also die Einheit ist Ampere pro Quadratmeter natürlich, die SI-Einheit. Und übliche Stromdichten bewegen sich so um die 10, 12, 13, 15 vielleicht. Ja, 10 bis 15 Ampere pro Quadratmillimeter. Da muss ich mir was überlegen. Ja, dann ist das schon ziemlich, dann sind schon so viele Ladungsträger drin beteiligt, dass es halt nicht mehr gescheit durchpfeifen kann. Ja, das ist gefährlich, dann wird das schon ziemlich heiß, die Sache. So, also das ist einmal die Stromdichte. Stromdichte heißt das. Stromdichte. Muss man halt den Querschnitt entsprechend wählen. Wenn ich viel Strom durchschicken will, muss ich es entsprechend aufblasen, weil dann stehen wieder genügend Ladungsträger zur Verfügung und die müssen nicht so. Das ist wie in einer Rohrleitung. Ja? Wenn ich eine dünne Rohrleitung habe, dann müssen die das so schnell durchsausen und dann schlägt die Strömung von laminalen Turbulentum bei der Rohrleitung und ich habe erhöhte Reibung und es kommt eigentlich nichts mehr raus. Das passiert da halt genauso. Das ist zwar keine turbulente Strömung, aber wenn ich das schnell durchpfeifen lasse, dann ist die Reibung da drinnen so groß, ja, dass das einfach heiß wird. Okay? Auf einmal wird das Material heiß. Ja? Dadurch können wir auch mit Strom heizen. Aber das, zu dem kommen wir später. Also Stromdichten sollen nur einen gewissen Bereich nicht überschreiten, weil eben pro Kubikzentimeter so und so viele Ladungsträger zur Verfügung stehen für den Stromtransport. So. Und wenn ich das mal jetzt anschaue, wenn ich das hier aufzeichne, ich lege eine gewisse Spannung an und da rinnt dann ein gewisser Strom. Ja. Bei einer gewissen Spannung rinnen bestimmte Coulomb pro Sekunde dadurch. Ja. Wenn ich da ein Diagramm mache und sage, das ist mein I, ja, und das ist mein U, ja, und ich mache experimentell zum Beispiel, ich lege eine gewisse Spannung U an, ja, rennt der Strom. Zweite Spannung U, rennt der Strom. Dritte Spannung U, rennt der Strom. Vierte Spannung U, rennt der Strom. Fünfte Spannung U, rennt der Strom. Und dann bekomme ich hier einen Zusammenhang zwischen U und I. Ja? Der ist jetzt im Allgemeinen irgendwie, wie man das sieht, ob das linear ist oder nicht, ist halt einfach irgendwie. Ja? Im Besonderen, ja? Im Spezialfall, ist dieser Zusammenhang linear. Das heißt, im Spezialfall habe ich so einen Zusammenhang, dass bei doppelter Spannung habe ich doppelten Strom durch. Ja? Also linearer Zusammenhang hier. Ja? U1, U2, I1, I2. Ja? Habe ich so einen linearen Zusammenhang? Ja? Dann gilt das Ohmsche Gesetz. Ja, dann gilt das sogenannte Ohmsche Gesetz. Und zwar lautet dieses, die Spannung U ist gleich irgendein Proportionalitätsfaktor mal den Strom I. Ja, und dieses irgendein Proportionalitätsfaktor ist der sogenannte Widerstand R. Ja, Spannung ist Widerstand mal Strom. Das
bedeutet ein linearer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. Ja? Ist aber nur ein Faktor. Und das R hier, das heißt Widerstand. Und das kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie ein Strömungswiderstand für die Ladungsträger. Okay? In solchen Materialien gibt es keinen konstanten Widerstand, da gibt es nur einen lokalen Widerstand, dass man sagt, okay, da ist halt die Steigung so groß. Das schauen wir sich später an. Ja. Das sind hauptsächlich Halbleiter, verhalten sie so. Leiter verhalten sie sehr oft so. Linear oder sogenannte Ohmsch. Ja. Das hier ist nämlich das Ohmsche Gesetz. Das ist schon wichtig. Ja. Das ist benannt nach einem deutschen Physiker. Der hat Ohm geheißen. Ja. Hat nichts zu tun mit einer asiatische Entspannungslehre. Ja. Ohmsches Gesetz. Der Widerstand, der Einheit des Widerstandes, was ist der? Ja. Das ist Volt pro Ampere. Ja. Weil das ist ja Volt, das ist Ampere. Wenn ich das rüberbringe, U durch I, ja, habe ich da Volt pro Ampere. Und das nennen wir 1 Ohm. Also auch die Einheit des Widerstandes heißt Ohm. Und abgekürzt wird das mit so einem Omega. Ja, großes Omega, ja, 1 Ohm. Griechischer Buchstabe, Omega, kennen wir hoffentlich. Gibt es Uhren davon? Weiß man nicht. Und Widerstände. Gibt Uhren und Widerstände von Omega? Na, Einheit, 1 Omega. Und Formelzeichen ist natürlich R. Ja? Also das ist Widerstand. Der Widerstand ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. Ja? Das ist praktisch, wie gut pfeift es da durch. Ja? Das nächste Mal, wie gesagt, es gibt lineare Materialien, wo das halt doppelte Spannung bedeutet doppelter Stromfluss. Ja? Solche Materialien heißen Ohmsche Materialien und dort gilt das Ohmsche Gesetz. Ja? Sehr viele Leiter sind Ohmsche Materialien, wo das Ohmsche Gesetz gilt. Sehr viele Halbleiter. Da gibt es halt nicht. Ja. Da ist der Zusammenhang irgendwie. Da werden wir kennenlernen, Dioden und so weiter, die haben alle irgendwelche Kennlinien. Aber egal. Ja. Widerstand ist es für uns jetzt einmal der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. U ist R mal I nach dem Ohmschen Gesetz. Stromdichte, wie gesagt, hängt von den Ladungs, wie viele Ladungsträger da drinnen vorhanden sind. Ja. Und übliche Stromdichten in Kupfer 10, 15 Ampere pro Quadratmillimeter. Gut, das nächste Mal werden wir sich ein bisschen näher noch mit dem Widerstand beschäftigen. Ja, da werden wir sich nämlich anschauen, wie sich der Widerstand verhält, wenn wir verschiedene Temperaturen haben. Ja, wie und warum das so ist, werden wir da erörtern. Für dieses Mal würde ich sagen, es reicht wieder mal. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.